ANT. Achtung, noch mehr Talente. Ich bin Lena, bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. Ich finde es total cool, mich akrobatisch zu bewegen. Ich bin Wasserspringerin und jeder Sprung ist für mich eine große Herausforderung. Ich bin schon seit einem Jahr auf der Sportschule und will mal eine richtig gute Wasserspringerin werden. Deshalb trainiere ich sehr hart und weil wir auch zwischen den Unterrichtsstunden Training haben, nutzen wir einen Roller, damit wir schneller vorankommen. Sehr weh, wenn man beim Wasserspringen einen Bauchklatscher oder Rückenklatscher aufs Wasser macht. Und deswegen gehen wir hier in die Trockengrube vor dem Wassertraining, damit uns das auf keinen Fall passiert. Mein Wochenziel ist der 2,5-Auerbach. Es ist mein schwerster Sprung, den ich bis jetzt überhaupt gemacht habe. Und den möchte ich diese Woche sauber ins Wasser kriegen. Ist aber noch ein bisschen langsam. Dann musst du den beim nächsten Mal ein bisschen steiler hochziehen. Also ich finde gut an Lena, dass obwohl sie die Beste ist, also plaudert sie immer nicht und sagt, ihr seid sowieso schlecht und ich sehe Lena schon ein bisschen als Vorbild. Bevor wir den eigentlichen Sprung machen, gehen wir noch aufs 1-Meter-Brett und üben die Technik und machen Vollübungen. Also ich darf von 7 und von 10 noch nicht springen, aber dafür von 5, 3 und 1 Meter. Und es macht immer wieder Spaß, neue Sprünge richtig gut zu machen. Da ist man sehr stolz auf sich und macht die dann immer wieder gerne. Es ist immer ein tolles Gefühl, hier runter zu springen. Es ist immer so frei und so. Es ist einfach nur wunderschön, hier runter zu springen. Besonderes Talent. Und du bestimmt auch.